Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland und Frankreich wollen mit einem neuen Freundschaftsvertrag noch enger zusammenarbeiten. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron unterzeichneten im Rahmen einer feierlichen Zeremonie den Aachener Vertrag. Er sieht unter anderem einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und die gegenseitige militärische Hilfe im Angriffsfall vor. Das Abkommen soll den Élysée-Vertrag ergänzen, der heute vor 56 Jahren unterzeichnet wurde. Mit dieser Unterschrift besiegelten Frankreichs Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer das Ende einer jahrhundertealten Rivalität und Feindschaft. Der Élysée-Vertrag von 1963 legte 18 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs den Grundstein für die Freundschaft zwischen beiden Ländern. Der Vertrag enthält drei Kernvereinbarungen. Beide Regierungen verpflichten sich dazu, sich regelmäßig auszutauschen. In allen wichtigen Fragen der Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik wollen sie sich absprechen und nach Möglichkeit zu einer gemeinsamen Haltung kommen. Außerdem vereinbaren Deutschland und Frankreich einen intensiven Jugendaustausch. Während der Élysée-Vertrag eine Aussöhnung ermöglichte, ist der neue Aachener Vertrag auf die Herausforderungen der Zukunft ausgerichtet. Es geht etwa um eine Abstimmung der Wirtschaftspolitik, eine stärkere militärische Zusammenarbeit und einen ambitionierten Klimaschutz in allen Politikbereichen. Außerdem soll das tägliche Leben der Menschen in den Grenzregionen durch gemeinsame Projekte verbessert werden. Im Krönungssaal des Aachener Rathauses wollen Merkel und Macron ein neues Kapitel der deutsch-französischen Freundschaft aufschlagen. Ganz bewusst in Zeiten, in denen der Zusammenhalt in der Europäischen Union in Gefahr ist. Ein drohender Brexit, Nationalismus, Populismus. In dieser Welt, in diesem Europa müssen Deutschland und Frankreich ihre Verantwortung wahrnehmen und den Weg weisen. Deutschland und Frankreich wollen vorleben, dass es zusammen besser geht als allein. Geplant, ein deutsch-französischer Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Regeln, engere Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Eingebunden in unsere gemeinsamen Systeme der kollektiven Sicherheit verpflichten wir uns, Deutschland und Frankreich, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf die jeweiligen Hoheitsgebiete jede in unserer Macht stehende Hilfe und Unterstützung zu geben. Und dies schließt militärische Mittel mit ein. Nach der Unterzeichnung Fragestunde mit Bürgerinnen und Bürgern aus beiden Ländern. Vor allem in grenznahen Regionen soll das Zusammenleben einfacher werden. Wir müssen zeigen, dass das europäische Projekt das Leben der Menschen konkret verbessert und sinnvoll ist. Zum Beispiel durch Vorhaben wie mehr grenzüberschreitenden Bahnverkehr. In Aachen vor dem Rathaus hören Merkel und Macron sowohl Pfiffe als auch Applaus. Deutschland und Frankreich haken sich unter in Zeiten einer kriselnden EU, wollen Motor sein. Einige der gemeinsamen Ziele werden sich schneller erreichen lassen, andere nicht. Wenn es beispielsweise um Rüstungsexporte geht, haben beide Länder noch lange keine gemeinsame Linie. Im Schweizer Bergort Davos hat heute das Weltwirtschaftsforum begonnen, mit mehr als 3000 Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hauptthema soll die weltweite digitale Vernetzung sein. Als einer der ersten Redner trat der rechtsextreme brasilianische Präsident Bolsonaro auf und warb um Auslandsinvestitionen. Zugleich erklärte er, Umweltschutz und Wirtschaftsentwicklung müssten Hand in Hand gehen. Bolsonaro will mehr Regenwaldgebiete zur kommerziellen Nutzung freigeben. Großkonzerne zahlen in fast keinem EU-Mitgliedstaat den vollen Steuersatz. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die von der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament in Auftrag gegeben wurde. Demnach gibt es deutliche Abweichungen zwischen den offiziell geltenden Steuersätzen und den tatsächlich gezahlten Abgaben. Angesichts der vorliegenden Daten erneuerten die Grünen ihre Forderung nach mehr Steuertransparenz. Sie zahlen ungewöhnlich niedrige Steuern. Apple, Nike, Starbucks und andere Großkonzerne. Das ärgert viele in der EU. Die geringe Steuerlast ist häufig das Ergebnis geheimer Absprachen zwischen einzelnen Firmen und Mitgliedstaaten, von Lücken in Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Staaten und von Steuerschlupflöchern. Eine neue Studie im Auftrag der Grünen-Fraktion im Europaparlament zeigt, dass es dabei in der EU durchaus Unterschiede gibt.
Demnach zahlten in Italien Großunternehmen im Zeitraum 2011 bis 2015 etwa das an Steuern, was gesetzlich auch vorgesehen war. In Deutschland klaffte hingegen eine Lücke von rund 30% zu etwa 20%. Und der größte Unterschied zeigte sich in Luxemburg. Statt 29% wurden real nur 2% Steuern gezahlt. Nicht alle Steuerdaten der Mitgliedstaaten konnten für die Studie ausgewertet werden. Nur diejenigen, die in Datenbanken recherchierbar waren. Damit sich an den großen Unterschieden etwas ändert, sei vor allem eines nötig: lückenlose Information. Bei der Transparenz könnten wir wirklich etwas tun. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger wüssten und kritische Journalisten wüssten, wer wo wie viel bezahlt, schwarz auf weiß mit Firmennamen daneben, dann würde das sicherlich Druck erzeugen, den wir dringend brauchen. Das könne zum Beispiel durch eine Pflicht der Mitgliedstaaten erreicht werden, alle Steuerzahlungen von Großkonzernen offenzulegen. Konservative Parlamentarier halten von dieser Idee allerdings wenig. Das Steuergeheimnis ist ein wertvolles Gut. Das sollte für alle Bürgerinnen und Bürger gelten. Keiner will seine Steuererklärung in der Zeitung lesen. Und das sollte auch für Körperschaften gelten. Deshalb wird ein Vorschlag der EU-Kommission für mehr Transparenz bei der Besteuerung im Moment blockiert. Auch von Deutschland. Einer der größten Kreditkartenanbieter in Europa, Mastercard, muss wegen Verstößen gegen das EU-Wettbewerbsrecht eine Geldbuße von 570 Millionen Euro zahlen. Das gab die EU-Kommission bekannt. Dabei geht es um eine Gebührenregelung für Händler, die bis Ende 2015 galt. Die Gebühren hätten auch zu höheren Preisen für Kunden geführt. Das Unternehmen, zu dem auch der Bezahldienst Maestro gehört, hatte die Vergehen eingeräumt. Seit Wochen gibt es in Venezuela Proteste gegen den umstrittenen sozialistischen Präsidenten Maduro. Nun hat eine versuchte Meuterei von Soldaten die Unruhen im Land weiter verschärft. Die Revolte löste gewaltsame Proteste in der Hauptstadt Caracas aus. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Regierungsgegner vor. In einem Video rief der Präsident des von Maduro entmachteten Parlaments, der Oppositionspolitiker Guaido, für morgen zu Massenprotesten gegen den Staatschef auf. Russlands Präsident Putin hat den japanischen Staatschef Abe im Kreml empfangen. Bei den Gesprächen ging es um den jahrzehntelangen Streit beider Länder um die Kurilinseln im Pazifik. Sie wurden im Zweiten Weltkrieg von der damaligen Sowjetunion besetzt. Japan verlangt sie zurück. Wegen des Konflikts gibt es keinen Friedensvertrag zwischen beiden Staaten. Abe und Putin sprachen nach ihrem Treffen von schwierigen Verhandlungen. In einem Prozess um Misshandlungen in einem Flüchtlingsheim im nordrhein-westfälischen Burbach ist der ehemalige Leiter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Siegen verhängte zudem eine Geldbuße. Dem Mann werden 33 Fälle von Freiheitsberaubung zur Last gelegt. Er war geständig. Er habe veranlasst, Asylbewerber bei Verstößen gegen die Hausordnung in sogenannte Problemzimmer zu sperren. Überfordert und unerfahren sei er gewesen, der ehemalige Heimleiter der Burbacher Flüchtlingsunterkunft. Das Gericht macht ihn verantwortlich für das Einsperren von Flüchtlingen. Das Urteil: 15 Monate auf Bewährung. Der Angeklagte hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das ist sehr stark gewürdigt worden. Das hat das Verfahren erheblich verkürzt. Die Erstaufnahme in Burbach. 2014 übten Betreuer, Wachpersonal und Heimleitung hier monatelang Selbstjustiz in sogenannten Problemzimmern. Angeblich, um selbst kleinste Verstöße gegen die Hausordnung zu kontrollieren. Die Auswüchse des Bestrafungssystems: Willkür, Schläge, Erniedrigungen. Hier misshandelten Wachmänner einen Flüchtling und posierten für Fotos. Ricardo S. habe das Bestrafungssystem verschleiert. Er wird wegen Freiheitsberaubung verurteilt. Nötigung wird ihm nicht zur Last gelegt. Die Bilder, die wir alle im Kopf haben, dass eben Menschen da auch nachher geschlagen worden sind, dass es zu Körperverletzungshandlungen gekommen ist, das ist etwas, was ihm strafrechtlich nicht zur Verantwortung gelegt werden kann. Dass er nicht hinter Gitter muss, liegt auch an seiner früh gezeigten Reue. Im Hauptverfahren sind weitere 26 Beschuldigte angeklagt. Einige von ihnen sollen Flüchtlinge gefesselt, geschlagen oder mit Pfefferspray angegriffen haben. Ein Mammutprozess, den derzeit, so das Landgericht Siegen, Verteidiger und Angeklagte immer weiter verzögern. Die internationale Dopingagentur WADA hat die nationale russische Dopingagentur RUSADA vorerst nicht wieder suspendiert. Sie muss aber weiter Auflagen erfüllen, um ihre Zulassung nicht erneut wie 2015 zu verlieren.
Erst verspätet hatte Russland in der vergangenen Woche der WADA die geforderten Analysedaten von Dopingproben geliefert. Dem Land wird vorgeworfen, ein staatliches Dopingsystem betrieben zu haben. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA im kanadischen Montreal folgte einer Empfehlung ihres Prüfkomitees. Russlands Anti-Doping-Organisation RUSADA wird nicht erneut suspendiert. Damit hat sie mehr als 4 Jahre nach Aufdeckung des Staatsdopings eine entscheidende Hürde auf dem Weg zur vollständigen Wiederanerkennung des russischen Sportsystems genommen. Die Entscheidung fiel, obwohl die russischen Verantwortlichen sich wiederholt nicht an Bedingungen gehalten hatten. So hatten sie hochsensible, geheim gehaltene Datensätze zu womöglich etlichen Dopingbetrügern erst vor 4 Tagen und damit verspätet an die WADA herausgegeben. Dies hatte weltweiten Protest ausgelöst. Erleichterung über die heutige WADA-Entscheidung in Russland. Man habe große Fortschritte im Anti-Doping-Kampf gemacht, hieß es aus Moskau. Eher kritisch bewerten andere nationale Anti-Doping-Organisationen und Athleten den Entscheidungsprozess. Das ist etwas, was uns missfällt, diese eigentlich Nicht-Einhaltung der vorgegebenen Bedingungen. Aber wir müssen sehen, dass jetzt die Daten geprüft werden. Die Entscheidungsprozesse waren völlig undurchsichtig. Wir Athleten wünschen uns jetzt, dass endlich Aufklärung erfolgt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur verfügt mit den nun herausgegebenen Datensätzen aus dem Moskauer Labor über zahlreiche bisher unbekannte Doping-Testergebnisse vieler Sportler, die jetzt überprüft werden müssen. Die Analyse der Datensätze könnte neue Dopingverdachtsfälle ans Licht bringen. Russland müsste in der Folge die Urinproben von Sportlern herausgeben, die nach Begutachtung dieser Daten als auffällig gelten. Die Aufklärung des Staatsdopings geht also weiter. Nach dem Sieg gegen Kroatien gestern Abend kann die deutsche Handballnationalmannschaft gelassen in die letzte Hauptrundenpartie gehen. Das Team von Bundestrainer Prokop ist schon vor dem Spiel morgen gegen Spanien für das Halbfinale qualifiziert und hat damit sein selbstgesetztes Minimalziel bereits erreicht. Den bisher einzigen trainings- und spielfreien Tag bei dieser WM nutzten die deutschen Handballer zum Spaziergang durch Köln. Und das trotz aller Erfolge fast unerkannt. Nach 7 Spielen in 12 Tagen endlich mal abschalten, nicht im Hotel essen, auf andere Gedanken kommen. Seit dem 2. Januar sitzen wir aufeinander. Es gibt noch keinen Lagerkoller, aber es ist schon eine lange Zeit. Und ich glaube, wenn man da mal rauskommt und ein bisschen was anderes sieht, tut es einem gut, gibt einem noch mal vielleicht auch eine mentale Frische. Bundestrainer Prokop ist der Einzige, der heute in offizieller Mission unterwegs ist, eine personelle Veränderung im Kader bekannt geben muss. Wir werden Tim Sutong für Martin nachnominieren. Tim Sutong aus Lemgo ist mittlerweile im Teamhotel eingetroffen. Er soll Spielmacher Martin Strobel ersetzen, der sich gegen Kroatien das Kreuz- und Innenband im linken Knie riss. Ein Schock, den das deutsche Team vor 20.000 Zuschauern in der Köln Arena und 10 Millionen vor den Fernsehern hervorragend wegsteckte und nach dem 22:21 Erfolg vorzeitig das Halbfinale am Freitag in Hamburg erreichte. Halbfinale war jetzt unser Ziel, dorthin zu kommen, aber wir sind noch nicht fertig. Wenn man den Schritt dann geschafft hat, dann will man natürlich auch Weltmeister werden, ja. Zunächst jedoch steht das letzte Hauptrundenspiel morgen gegen Spanien an, nachdem man genauso feiern will wie gestern bei der Kabinenparty. In Berlin sind 17 Sportvereine aus ganz Deutschland für besonderes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet worden. Bundespräsident Steinmeier überreichte den ersten Preis, den Großen Stern des Sports, an den Turnverein 1848 Erlangen. Der Verein kümmert sich in besonderem Maße um die Integration von Seniorinnen und Senioren, zum Beispiel mit Rollatorsport mit eigenem Fahrdienst. Dotiert ist die Auszeichnung mit 10.000 Euro. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 23. Januar. Dem Osten beschert hoher Luftdruck morgen noch Sonnenschein, während ein Tief von Westen Wolken und auch etwas Schnee bringt. Und der fällt heute Nacht vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis ins westliche Niedersachsen. Im Osten verbreitet klar und dort scheint morgen noch häufig die Sonne. Im übrigen Land meist bedeckt und im Westen, später auch im Südosten, rieselt stellenweise etwas Schnee. Heute Nacht überall frostig. Die Werte reichen von -1 Grad im Nordwesten bis zu -14 Grad im östlichen Bergland. Auch morgen verbreitet leichter Frost. 1 bis 2 Plusgrade gibt's nur an Rhein und Main. Am Donnerstag viele Wolken und im Süden etwas Schnee, im Norden dagegen teilweise freundlich. Am Freitag teils Sonne, teils Wolken, später fällt im Nordwesten gebietsweise Schnee oder gefrierender Regen. Am Samstag ist es dann immerhin nicht mehr ganz so kalt. Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Essen gegen den Klimawandel, warum wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern sollten und
Handball ist der neue Fußball, wie die deutsche WM-Mannschaft Zuschauerherzen erobert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.